Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog von uns. Wir haben jetzt kurz vor eins, machen uns gleich auf den Weg, denn heute bekommt Nemons Auto die Scheiben getönt. Er wollte das schon total lange machen lassen, allerdings haben wir ja irgendwie nie Zeit dafür gefunden. Und jetzt kam so ganz spontan ein Termin rein, den wir heute wahrnehmen. Und dann haben wir 4 Stunden Aufenthalt. Mal gucken, wir wollten mit den Kindern vielleicht mal picknicken. Irgendwie werden wir die Zeit schon rumkriegen. Denn ja, man merkt das richtig krass. Also mein Auto hat die Scheiben hinten ja schon getönt, vom Werk aus. Und es heizt sich einfach nicht so auf, wie wenn die Scheiben nicht getönt sind, ne? Also zum einen für die Kinder hinten. Und zum anderen ist es natürlich optisch auch richtig schön. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es nachher aussieht. Ja, ich nehme euch einfach so ein bisschen wieder mit durch unseren Tag und wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß. Ja, ich zeige euch noch mal kurz vorher. Wir stehen jetzt im Schatten, deswegen sieht man es nicht ganz so gut. Aber ihr seht, die Scheiben sind ja noch nicht getönt. Wir haben nur so Windabweiser. Das hilft auf jeden Fall auch schon richtig viel. Da kann man wenigstens die Fenster runter machen und man bekommt ein bisschen Wind hinten ab, weil sonst ist es echt sehr stickig für die Kiddies. Und hier hinten haben wir so Sonnenschutz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Ein bisschen, ne? Aber wenn wir das hier vorne haben, wird einem schlecht. Man kann durch dieses Gepunktete nicht durchgucken. Also das ist irgendwie ganz, ganz eklig, wenn man da durchguckt. Das glaubt man nicht, aber es ist wirklich so. Deswegen müssten wir das hier für die Kiddies wegmachen. Ja, unbezahlte Werbung, ne? Ich zeige euch das jetzt einfach nur, weil es aktuell jetzt gerade bei uns ansteht. Ja, ich bin mal gespannt. Marlon sitzt schon im Auto bereit. Kuckuck. Noxi wartet noch hier. Wir packen jetzt noch eben die Taschen. Wir haben ein bisschen was an Proviant dabei. Wasser, ganz wichtig. Und den Kinderwagen. Ich glaube, niemand wollte allerdings den Cruiser mitnehmen. Ja, Wasser haben wir. Aber eigentlich reicht der Kinderwagen auch. So. Medi kommt auch angestappt. Hallo, Medi. Was hast denn du da mitgenommen? Dein Hulk. Und was hast du noch? Was ist das für einer? Helikopter. Oh, sehr cool. Nee, eigentlich können wir den hier mitnehmen, den Kinderwagen. Wir haben ja nicht so viel. So, dann fahren wir erstmal los. Ja. Platz angekommen. Wir packen jetzt unseren Kinderwagen. Ich zeige euch jetzt noch mal vorher und gleich dann nachher, beziehungsweise in 4 Stunden. Ja, ich bin mal gespannt. Das nehmen wir jetzt mit auf den Spielplatz. Okay? Ja, wir packen jetzt erstmal alles in den Kinderwagen und dann haben wir erstmal ein bisschen Aufenthalt. Ganz viele Autos fahren da hinten. Ja, so, wir sind jetzt mal hier zum Hafen gelaufen, wir spazieren jetzt hier mal ein bisschen, solange noch Schatten ist. Ja, es ist echt mega heiß heute wieder. Und die Hotels hier, die finde ich, sehen auch mal richtig cool aus, oder? Hier direkt am Hafen. Ja. Also wenn er auf jeden Fall vom Balkon runterfällt, wird ihm das nicht wehtun, ne? Fällt direkt ins Wasser. Ja. Mama, danke, Gas. Da möchtest du hin? Ja, geh mal gucken. Und fällt genau auf das Holz. Ja, ich kann auch was. Wo kann ich da drehen? Nee, da kann man nicht drehen. Da kann man nur gucken, Maddie. Das ist eine ganz große Schiffsschraube. Mach mal rein. Nee, das Wasser ist doch eklig. Ich dachte gerade erst, die Kinder können ihre Füße hier reinhalten, aber. Nee, das ist ganz dreckig, Maddie. Nee, nee, nee. Das ist ganz bar. Wir gucken woanders, okay?
comfortable. Oh, let's get physical, physical. I wanna set the night on fire. So it's like poison. Girl, I'm addicted to your touch. You're the sweetest seduction. I wanna dance to the morning anders aus. Das oder das? Was sieht besser aus? Was hast du denn da? Nimm einmal Waldmeister. Was Waldmeister? Mit? Waldmeister. Achso, Waldmeister mit und Bonbon. Achso, Bonbon. Gummibär. Ich will auch Smarty. So, und noch einer. Guck mal, ein richtiger Unterschied, ne? Mhm. Mango. Ja, Melone meine ich ja. So, wir haben uns jetzt alle eine Kugel Eis gegönnt. Melone, und die ist echt richtig lecker. Du hast Waldmeister. Lennox hat Paw Patrol. Ich glaube, Schlumpf eigentlich oder so. Schmeckt so. Gab sogar noch ein Gummibärchen. Ne, Melone, was auch? So, wir sitzen jetzt hier wieder auf unserer Picknickdecke und machen ein Picknick. Ja. Mama, darf ich? Jetzt kannst du Schuhe ausziehen, genau. Die kannst du hier hinlassen. Mach die Schuhe auf und dann kannst du die Steine rausholen. Ich tue die Steine drauf. Sachs? Sachen. Noxi war schon am Skelett. So, wir sind jetzt über eine Stunde im Wald spazieren gewesen und stehen jetzt vor einem richtig schönen, was ist das, Gebäude am Wasser und gucken hier ins Wasser runter. Aber es ist echt warm, also jetzt im Wald konnte man es gut aushalten. Hier waren wir auch vor ein paar Wochen Tretboot fahren, das ist auch richtig schön hier. Viel im Schatten, also im Sommer echt schön. Ne, Mölli? Auf was warten wir jetzt? Auf ein Auto. Auf das Auto. Was bekommt das Auto denn? Schwarze Fenster. Das ist dunkel. Schwarze Fenster, genau. Da wird es dunkel, ne? Ja. Gucken wir mal, ob die uns in einer Stunde anrufen oder wir uns dann langsam auf den Weg machen. Wir gehen jetzt noch einmal durch die Stadt Richtung Auto dann wieder. Und ja, zeigen euch dann das Ergebnis nachher mal. Ich habe jetzt noch was Kaltes zum Trinken geholt. Ja, Coca-Cola, Sprite. Maddie hat sich auch was genommen. Und ich habe mir hier... Du hast eine Apfelschorle, genau. Yes. Die hole ich eigentlich immer im türkischen Laden. Da wollen wir nachher auch noch mal hin, aber ich habe jetzt richtig Bock drauf, auf dem Spielplatz sie zu knabbern.
So, gehen wir nochmal auf den Spielplatz, oder? Ja. Die beiden Großen sind schon da hinten. Und ja, wir sitzen hier jetzt schön in Schatten auf der Decke. Und lassen die Kids ein bisschen spielen. So, die Männer haben gerade angerufen. Das Auto ist fertig. Wir können das Auto abholen. Wir sind schon richtig gespannt, ne? Ja. Wie es aussieht. Ja, dann laufen wir jetzt wieder zurück zum Auto. Und danach müssen wir noch einkaufen gehen. Ich würde nämlich eigentlich gerne noch zum Türken. So, wir sind angekommen. Und was soll ich sagen? Das sieht richtig schick aus. Also man kann jetzt tatsächlich nicht reingucken. Aber rausgucken natürlich. Jetzt darf man 2-3 Wochen nur die Scheiben nicht aufmachen. Die Fenster. Aber es sieht richtig nice aus. Aber man sieht, also das ist, man kann trotzdem durchgucken, ne? Aber es ist was ganz anderes. Sieht echt richtig cool aus. Und, gefällt es euch auch, Jungs? Ja. Cool, ne? So, also niemand ist zufrieden, ihm gefällt's. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, was uns nicht gesagt wurde, dass man eben 2-3 Wochen die Fenster nicht aufmachen darf. Aber es ist schon ein ganz schöner Unterschied, oder? Ja. Ja. Es ist wesentlich dunkler. Es kommt durch die Kamera jetzt gar nicht so rüber. Man kann super gut rausgucken. Und hitzeschonend, ne? Das sieht man. Man kann echt gut rausgucken. Voll kalt. Bei dir nicht? Voll gut. Siehst du? Also es sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Jetzt werden wir erstmal einkaufen gehen. Und dann noch Essen kaufen. Genau. Und dann, dass wir noch irgendwas zu essen kriegen heute. Wir haben nämlich noch nichts zum Mittag gehabt. Wurst und Brot und Chips. Wurst und Brot und Chips, alles klar. Einkaufsliste ist mit dabei. So, wir sind jetzt zu Hause wieder angekommen. Und die Kids sofort in den Garten. Die wollten jetzt noch ein bisschen schaukeln. Und dann werde ich in der Zeit gleich meine Wäsche reinholen. Ihr wollt noch schaukeln? Ja. Achterbahn. Achterbahn spielen? Ja. Okay. Das geht gar nicht. Warte, Noxi muss erst anschubsen. Mach den Löwenzeichen. Ja, die Jungs spielen jetzt hier nochmal auf der Schaukel. Ich räume jetzt meine Wäsche noch rein. Ich habe 2 Maschinen Wäsche nämlich gewaschen heute. Und dann verräume ich noch meinen Einkauf. Mach uns was zum Abendbrot. Einen schönen, frischen, großen Salatteller mit frisch gebackenem Brot. Ich habe nämlich gestern Brot gebacken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir werden jetzt gleich nur noch reingehen, duschen, Abendbrot essen und ab auf die Couch. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, ihr Lieben. Tschüss!